Wisst ihr was? Ich habe in letzter Zeit zwei neue Probleme, die so eigentlich so richtige First-World-Problems sind, bekommen. Und zwar Problem Nummer 1, meine Board-Sucht, meine Board-Leidenschaft ist ein bisschen entartet. Ich habe mittlerweile zwei Longboards und ein Pennyboard und ein weiteres Pennyboard ist schon auf dem Weg zu mir. Hoffentlich das letzte für die nächste Zeit. Mehr als zwei von einer Sorte braucht man echt nicht. Aber das zweite Problem, was sich dadurch entwickelt hat, ist folgendes. Guck mal her. Die stehen hier alle in meinem Flur rum und nehmen viel Platz weg. Und es sieht nicht nur doof aus, sondern nimmt mir auch irgendwie hier die Möglichkeit weg, meine Schuhe vernünftig anzuziehen. Also, was soll man da machen? Natürlich habe ich gleich ins Internet geschaut, aber gebt euch mal folgendes. So ein kleines scheiß Plastikteil kostet 34,95 € bei Amazon. Und da passt nur ein einziges Board rein. Das heißt, ich müsste vier von diesen Dingern kaufen und da werde ich ja richtig arm. Ich meine, so viel Geld wie für vier solche Dinger habe ich jetzt auch nicht unbedingt übrig, weil ich glaube, das ganze Geld ist schon für Boards draufgegangen. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist echt übertrieben teuer. Da habe ich mir gedacht, dafür muss es doch eine günstigere Lösung geben. Und deswegen bewege ich mich jetzt heute in einen Baumarkt, um mal zu schauen, was man da so für Einzelteile finden kann, um so einen Ständer selber zu bauen. Und ihr seid mit dabei, also viel Spaß! Mission war erfolgreich. Ich habe jetzt so Regalteile gekauft, die insgesamt nur 20 € gekostet haben und auf die bis zu 5 Boards, glaube ich, drauf passen sollten. Und ja, ich würde sagen, ich installiere den ganzen Quatsch mal, schaue, ob das überhaupt hinhaut und wenn ich fertig bin, dann zeige ich euch mal, was ich da so überhaupt mir dabei gedacht habe und wie es im Endeffekt aussieht. Es ist fertig! Haha! ja, ich bin durch. Ich habe alles installiert, danach gesaugt und aufgeräumt. Und ich würde sagen, jetzt erkläre ich euch einfach mal, was ich hier gemacht habe, damit ihr sowas auch zu Hause nachbauen könnt, falls ihr auf sowas Bock habt. Erstmal grundsätzlich, dieser Stand hier hat jetzt Platz für vier Longboards, beziehungsweise Shortboards oder Cruiser oder Pennyboards, wie auch immer, einfach für vier Boards. Einmal hier meine zwei großen und einmal hier das kleine Penny und hier oben kommt dann noch das zweite Pennyboard hin, was ich noch bestellt habe. Aber das besonders coole an dieser Lösung hier ist, dass man sie modular erweitern kann. Das heißt, falls ich mich in Zukunft dazu entschließe, dass ich aus irgendwelchen verrückten Gründen mehr als vier Boards brauche, ich sehe schon fast kommen, dass dieser Tag noch kommt, wo ich mir noch ein fünftes kaufe. Dann kann ich einfach solche Module noch dazu kaufen, die noch dazu dran stecken und dann habe ich Platz
für weitere Boards. Aber wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Das erkläre ich euch einfach mal am besten anhand dessen, dass ich hier die Boards rausnehme und euch zeige, wie das hier zusammengesteckt ist. Viele von euch haben das sicherlich schon erkannt. Das, was hier ist, sollte ursprünglich keine Longboard-Halterung sein, sondern das Zeug hier wird in Baumärkten verkauft als Regalbauteile. Das ist auch nicht sonderlich schön, würde ich einfach mal behaupten, sondern das nimmt man hauptsächlich für irgendwelche Kellerräume oder irgendwie sowas. Aber deswegen ist es besonders günstig und deswegen auch sehr gut geeignet für dieses Projekt hier. Das ganze Zeug ist, wie schon bereits gesagt, modular und das besteht aus mehreren verschiedenen Teilen. Und zwar einerseits diesen Auflagedingern und andererseits diesen Stangen. Ich nehme jetzt mal hier diese Auflagedinger hier raus und dann könnt ihr sehen, hier diese Stange hier, die habe ich einfach fest verbohrt und reingeschraubt in die Wand mit Dübeln und so weiter und so fort. Das heißt, hier sind lauter Schrauben überall drin, damit diese Stange hier gut an der Wand befestigt ist und gut daran hält. Und diese Dinger haben dann jetzt hier einfach solche Haken und können hier problemlos an jeder Stelle in diese Schiene eingreifen. Und man kann die frei positionieren, man kann die hinmachen, wo man will. Und ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, dass ich hier oben für die kleineren Boards welche mit kleineren Abständen hinmache und hier unten für die größeren Boards dann welche mit größeren Abständen. Ich kann die auch alle in der Höhe natürlich frei anpassen und dadurch ist dieses System hier sehr flexibel. Ich habe die Dinger hier auch relativ nah aneinander gemacht, damit eben hier oben tatsächlich auch das Pennyboard drauf passt. Und nicht nur die großen Boards drauf passen. Weil wenn ich die weiter auseinander gemacht hätte, hätte das Board hier vielleicht nicht mehr drüber gepasst. Aber ich denke, das ist ganz gut geworden. Ich stelle jetzt auch mal hier die anderen Boards nochmal rein. So. Und dann kann man sehen, wie die hier alle schön übereinander hängen und hier eigentlich in Frieden aufeinander Platz nehmen. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Also die Regalteile jetzt hier nicht unbedingt, habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass die eigentlich recht hässlich sind. Aber wenn da die Boards drauf sind, sieht man ja eigentlich nur noch die Boards magisch schweben. Es hätte auch andere Farben für die Dinger hier gegeben. Silber hätte es noch gegeben und schwarz. Aber ich habe einfach mal weiß genommen, weil es gut zur Wand passt. Und ja, so sieht es dann von der Ferne aus. Da unten kann ich wieder an meine Schuhe rankommen. Und hier oben sind meine Boards. Aber das war's dann jetzt eigentlich auch schon mit diesem Video. Ihr seht, ich bin total fertig vom heftigen Rumbohren. Felix, der Handwerker. Und ja, so kann man sich für $20 einen Longboard-Ständer für mehrere Boards zusammenbauen. Wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Aber auch wenn nicht, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Hoffe, ihr wurdet gut unterhalten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, oh mein Gott, blendet die Sonne. Ciao.